Es ist Fischmarkt am Strand der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Pirogen bringen den Fang an Land. Schwester Marie-Noël kauft Zutaten für das Abendessen. Die Ordensfrau vom Guten Hirten hat in ihrem Zentrum für Frauen in Not viele hungrige Bewohner zu versorgen. Einige der jungen Frauen haben bereits eigene Kinder. Mit diesem Zentrum helfen wir Mädchen und Frauen in Notsituationen, damit sie in der Gemeinschaft irgendwann wieder Fuß fassen können. Die Frauen wohnen hier, manche 3 Monate, andere 1 Jahr, einige bleiben sogar 3 Jahre hier, von Fall zu Fall, solange sie brauchen. Manchen Frauen können wir helfen, auch wenn sie bei sich zu Hause bleiben. Es gibt auch Frauen, die mit ihren Kindern auf der Straße leben. Wir nehmen sie dann hier in unserem Zentrum auf, bis wir die Situation lösen können. Lolita Sambou hat ihre Eltern nie kennengelernt. In einer Adoptivfamilie ist sie misshandelt worden. Jetzt macht sie eine Ausbildung zur Schneiderin und hofft, dass Schwester Marie-Noël ihre wahren Eltern finden kann. Bei den Schwestern vom Guten Hirten finden auch viele Frauen Aufnahme, die schwanger sind und nicht wissen, wohin, wie Maimunah Diop. Vor 2 Wochen hat sie ihren Sohn Abdelkarim bekommen. Schwester Marie-Noël scheint fast noch ein bisschen stolzer als die Mutter. Sie hofft auf eine glückliche Zukunft für die beiden.